Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Truth hier. Und ja, da ist ein Messer. Der steckt so fest drin, dass es kein Millimeter wehen kann. Schade, das ist wirklich ein schöner, ist ein wirklich schöner Dolch. Mhm. Wir haben alle diese Zeichen zu bedeuten. Ja, das wissen wir auch nicht, was sie zu bedeuten haben. Noch nicht. So, ist hier noch irgendwas? Da ist noch irgendwas. Ich glaube, dass etwas in diesen großen Kerzen versteckt wird. Vielleicht sollte ich... Oh, ja, ist natürlich klar. So, mal an das Ding. Boah, die brennt aber schnell runter. Keine gute Kerze. Und wir haben das Kleeblatt-Symbol. Haben wir hier sowas? Hier haben wir sowas nicht. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Nix, nix, nix. Aber da leuchtet noch was. Die Kerzen sind zu weich. Leider kann ich sie deswegen nicht mitnehmen. Du könntest sie ja auspusten. Wie kann es sein, dass sie immer noch brennt? Ja, Fleckentferner. Vielleicht ist er ja nicht brennbar und wir können damit löschen. Aber ernsthaft, wieso kann ich ein Messer nicht ausmachen? Sie stecken so fest da drin. Wir sind hier, wie ich annehme, im Amiland. Das heißt, das sind sicherlich keine Massivwände. Na gut, vielleicht schon. Aber trotzdem, ja doch, Ziegel, wie es aussieht. Aber hallo, ein bisschen wackeln, ein bisschen rackeln und dann ist das doch geschehen. Ach so, das ist das. Ich habe gedacht, da oben hier, ne, könnte man dran ziehen und dann kommt irgendwas runter. Die ganze Decke, die uns auf den Kopf fällt. Wo sind wir gerade? Da. Okay, es ist angeblich noch immer etwas dort. Dort aber auch. Gehen wir mal zurück. Ja, weil wir das Kleeblatt gefunden haben. Wir machen das erstmal. Oh, juhu, Gartenarbeit. Na, Harke, wir können das Laub wegharken. OMG, wir können endlich Laub harken. Falsch, aber auch gut. Da. Und das da wie. So, damit ihr ja die Fingernägel nicht dreckig machst. Und meine Schwester ist in Gefahr. Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Ach, ich muss erstmal was suchen, weil ich will mir ja keinen Dreck in den Fingernägel holen. Ja, ein Herr. Ja, reich mir doch mal dein Händchen. Dann haben wir das auch. Du bist ruhig, Krähe. Was haben wir denn hier? Geh mal Fleckentferner her. Ja, yummy. Ein goldener Zahn. Autsch. Und da liegt er immer noch. Da liegt er immer noch. Wir haben ihn weggenommen, aber er liegt immer noch. Das ist aber schlecht. So. Was da zu tun ist, weiß ich leider immer noch nicht. Gehen wir erstmal hier hin. Was hier zu tun... Ah, ja. Nein. Das da bitte. Wir wissen jetzt ja auch, was genau... Jetzt muss ich also kurz ins Handbuch gucken. Hinweis E. Runter, abgewinkelt, abgewinkelt. Winkel, gerade Winkel. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. So. Ha! Mensch! Ah, eine coole Sonnenbrille. Nice. Hey, so schnell kann ich nicht lesen. Ihr seid gemein. Ich weiß nicht, was wir mit der coolen Sonnenbrille tun können. Coole Dinge fürs wahrscheinlich. Aber wir können jetzt erstmal mit der Gebrauchsanweisung den Föhn reparieren. Ja. Welcome to Rapture, oder was? Das ist doch überhaupt nicht logisch hier. Das ist doch null logisch. Oh Gott, und ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Großteil davon könnte man auch ohne die Anleitung machen. Man muss halt nur gucken, wo was hinkommen könnte. So, sonstige was nicht, das ist hier das Einstehen.
So, das ist der Post. So. Das ist korrekt. Das und das. Wer hat bitte, was für Drogen hat, der diesen Abschnitt gemacht hat, bitte genommen, um auf die Idee zu kommen, dass man den Föhn so repariert, dass er so aussieht. Finde ich ja ganz nett, die Idee, aber what the fuck. Ach, schön. Und mit dem Föhn kann man jetzt das Eis hier auftauen. Das ist wahrscheinlich, der Föhn ist auch atomgetrieben. Der funktioniert nämlich wahrscheinlich ohne Steckdose. Ernsthaft? Yo! Also ich habe so einen... Also nicht Haarföhn, sondern einen Föhnföhn. Wenn ihr wisst, was ich meine. Na, so ein Heißluftblasegerät da. Und das könnte das nicht so schnell kriegen. Die Frost. Das ist eine Heizung und kein... Na egal. Ist da noch irgendwas? Alles vereist. Ja, steht jetzt auf Defrost. Einen Eimer. Den Eimer können wir hier mit hinnehmen. Und halt, stopp, eins zurück. Kra, kra, du mir auch. Kra, kra. Nimm da mal dort die Pinzette für. Gib mal her den Ring da. Sehr schön. Könntest du die wieder mitnehmen? Nö, jetzt ist natürlich Batterie leer. So. Ah, okay. Und nun, was können wir da jetzt mitmachen? Kra können wir jetzt damit machen. Hier. Brunnenkurbel. Bevor wir doof sind, wenn ich was da tun. Ihr habt einen Brunnen und eine Kurbel. Und setzt sie doch hier einfach mal irgendwo rein. Ja, schon sehr doof, wenn man aus dem Eimer einen Brunnen schmeißt und einen Anhänger rauskriegt. So. Okay, hier haben wir jetzt alles. Bleibt nur noch hier. Tötenköpfe fehlen uns noch viele. Das Herz war Calaro. Der Ring. Das Auge. Die Schnude. Und haben wir irgendwas mit Haaren? Hey, nee, wir haben nur Totenkopf. Da fehlt uns echt noch eine Bürste oder sowas. Oder ein Haarbüschelchen. Ein Haarwuschelbuschel. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Ja, würdest du mal bitte einfach die Kerzen auspusten? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir das jetzt noch finden sollen. Weil es müsste uns ja auch eigentlich angezeigt werden. Hey, da ist noch irgendwo eine Aktion verfügbar. Machen wir mal auf. Ah, Dösenöffner. Ich hatte vorhin mal nicht auf den Vorhang sogar einmal drauf geklickt. Da war natürlich nichts passiert, war nicht wieder Pixel genau. So, dann können wir wenigstens die Dose aufmachen. Und in der Dose ist höchstwahrscheinlich jetzt Haar drin. Plastikbeutel. Ach ja. Und mit dem Plastikbeutel können wir jetzt oben vom Schlafgemach, da aus diesem komischen Loch heraus. Weil so einfach die Haare in der Tasche tun geht nicht. Wir brauchen natürlich einen Beutel. Ich weiß, dass ich mich so ein bisschen lächerlich mache über die Spiele. Wie gesagt, an sich sind sie ja schön gemacht. Also so. Und jetzt können wir wahrscheinlich den Dolch rausziehen. Nein, jetzt fallen natürlich die Messer. Dunkle Magie. Ja, gib her. Ah, komm. Muss ich jetzt ernsthaft hier noch die Messer wegräumen? Hallo? Ja, Messer. Wie oft muss ich denn noch auf die Schlüssel drücken? Messerschlüssel überhaupt? Und da bitte den noch. If you want it done. Hey, yeah.
So, wir haben jetzt ganz viele Schlüssel. Damit kommen wir doch in den Keller. Na, das ist doch mal schön. Spannung. Voll eine gute Idee. Es hat ja nur irgendwas da gewackelt und geklopft. Erstmal aufmachen. Hallo, liebe Kellertreppe. Warum brennt die Kerze immer noch? Die Tür ist schon seit Jahren verschlossen. Hat sie nicht gesagt, ihre Schwester muss den Keller verschlossen haben? Stand das hier nicht irgendwo in dem Buch drin? Hä? Sie brachte mehrere Schlüssel an ihrer Kellertür an. Aha, aber es ist seit mehreren Jahren verschlossen. You see what I mean? Dieses ausdruckslose Gesicht. Ich glaube, da könnte jetzt ein Psychokiller vor ihr stehen. Sie würde trotzdem so gucken. Alma, bist du es? Gruselig. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich... jetzt sind wir natürlich erstmal wieder hier die Kerze anmachen, ne? Und die da unten... So, jetzt sind wir hier und sehen gar nichts. Dort ist, liegt etwas, aber es ist stockfinster und ich kann nichts erkennen. Hättest du mal deine dumme Taschenlampe mitgenommen. Eye for details, okay. Na, die sieht ja nicht mehr sehr gut aus. Ja, ich würde mal behaupten, die liegt seit ein paar Jahren hier. The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. House. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Vielleicht, dass du auf keinen Fall dahin gehen solltest. Szene 2. Huiuiui, so, wir haben noch unsere Totengewehr. Und da ist schon mal wieder ein neuer Briefkasten. Natürlich ist da eine Pfütze voll, deswegen können wir jetzt wahrscheinlich nicht an den Briefkasten dran. Wir müssen erstmal da weg. Ach nee, ich mach mir die Schuhe dreckig, da gehe ich nicht hin. tja, da haben wir also unsere Schwester gefunden. Oh, schöner Rosenbusch, da ist übrigens was unter. In dem Rosenbusch wurde etwas versteckt. Aber die Dornen, ja, man könnte ja hier nur untergreifen. Ja, dann wollen wir mal weiter gucken. Schwester, bist du es? Zum Glück ist sie ungeladen. Ich würde mir die Augen ausschießen. Das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor mit einem Gewehr. Nicht unmöglich, aber kompliziert, sich die Augen auszuschießen. Na gut. Die Kette kann ich nicht durchtrennen. Vielleicht sollte ich sie erhitzen.
Ich werde hier sitzen bleiben, egal wie lange es dauert, aber ich werde sie nie wieder an meine Tochter heranlassen. Es ist mir egal, was meine Frau sagt, kein Geld der Welt kann uns zurückgeben, was sie uns weggenommen haben. Das sieht wie die Schrift meines Großvaters aus. Wer wollte meiner Mutter etwas antun? War das vor ihrem Tod, ist das vor ihrem Tod geschrieben worden? Okay. Erhitzen. Hey, Feuerzeug. Ich finde das beleidigend. Das könnte man lustiger machen. Außerdem steht da, man soll die Kette erhitzen. Ich habe ein Feuerzeug in der Hand. Ja. Du drin, vielleicht sollte ich ihn erhitzen. Ja, dann nimm dich. So, das Gewehr ist nicht geladen. Die Türen sind zugeschraubt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Okay. Ja, kra, 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 kra. Kann ich die Rosenbusch nicht anzünden? Ein altes Auto. Es sieht aus, als wäre das Auto schon seit Jahren nicht mehr bewegt worden. Ja, das bewegt mich jetzt aber. Vielleicht befinden sich etwas Nützliches im Kofferraum. Ja, dann muss ich ihn aufmachen. Aber erstmal nehmen wir was Nützliches da oben mit. Hallo. Ja, vielleicht befindet sich etwas Nützliches im Kofferraum. Aber wir können ihn natürlich nicht öffnen. Alles zugenagelt, alles zugeschroben. Alles klar, gehen wir da lang. Kritzel, kritzel, kritzel. Die Fässer lassen sich nicht bewegen. Ich muss auf jeden Fall etwas Wasser ablaufen lassen. Ja, dann nimm doch mal das Schießgewehr. Schieß da ein paar Löcher hinein. Oh, Friedhof der Kuscheltiere hinterm Garten. Finde ich gut. Ich brauche auf jeden Fall etwas Stabiles, um mir einen Weg zu schaffen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Großvater einen Seilzug am Baumhaus angebracht. Das wird sicherlich helfen. Im Übrigen gibt es auch ein Achievement, dass man das hier in 1 durchspielt. Allein das werde ich schon nicht bekommen, weil ich es ja aufgesplittet habe. Und ja, da muss man natürlich auch Zeit zu haben. Jemand hier weiß, wo die Knochen begraben sind. What? Warum hat dein Großvater Knochen über dem Garten vergraben, Mädchen? Das würde mir echt Sorgen machen. Da mein Gewicht, yeah. Ja, da kommen wir nicht rein. Ich brauche zwei Bretter. Keine Treppe. Dann muss ich wohl eine Leiter finden. Und natürlich einen Haken. Da, 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 da. Da kommen wir da noch nicht dran. Okay. Achso, das ist das Bild. Clay. McQueen. Okay. Und das ist jetzt ein alter Brunnen, oder was? Yo, das Rad, mit bloßen Händen komme ich nicht heran. Ja, mit dem was in der Tasche auch nicht. Warum deckt eigentlich niemand solche tiefen Brunnen ab? Verstehe ich nicht. Das ist doch das ist echt gefährlich. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt die Leiter ist, ne? Eisenbahnschienen. Ich sollte besser eine Sicherung finden. Auch nicht schon wieder. David, bitte verbiete dem Mädchen, das Licht einzuschalten. Du weißt ganz genau, dass sie es nicht mag. Sie sieht die Mädchen dort spielen und wird sehr traurig. Hör auf, dir selbst oder der Lodis-Familie die Schuld zu geben für das, was passiert ist. Solche Dinge passieren immer wieder. Komm bitte nach Hause. Großvater hatte eine Lampe in unserem Baumhaus installiert. Wir waren ganz stolz auf und fühlten uns erwachsen, dass wir echten Strom in unserem Haus hatten. Nur irgendwann stellte er den Strom ab und wir durften ihn nie wieder einschalten. Wer ist diese ihr und sie, von der ich immer wieder lese? Wahrscheinlich der Geist deiner Mutter. Hör mal, deine Mutter wird sie jetzt, oder was? Jo, natürlich. So, kommen wir da rein. Die Tür ist abgeschlossen. Das Schloss kann mit irgendeinem Schlüssel geöffnet werden. Mit einer Maschine vielleicht. Okay. Mal gucken. Da ist also noch irgendwas. Hier ist so irgendwas, irgendwas. Ah, da, da, da. Da geht's doch hin. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten eine Katze mit dem Namen Josiah, aber... Er lief davon, als ich 10 war. Ja, ich glaube nicht ganz, dass er davon gelaufen ist. Mit dem Plan passiert irgendwas. Würde mitnehmen, aber müssen wir die Drähte durchklemmen? Die Drähte können wir aber nicht durchklemmen. Den Namen nach zu urteilen, brauchen Kinder ihre Haustiere hier. Begraben Kinder ihre Haustiere hier. Wahrscheinlich wegen der berühmten Buches, aber warum ausgerechnet in unserem Garten? Würde ich mich jetzt auch fragen. Nehmen wir erstmal die Heckenschere mit. Das ist gut. Die können wir sicher irgendwo gebrauchen. Da kommen wir da durch. Anscheinend stieg jemand immer durch dieses Loch hier.
Ja, wenn das dein Haus im Endeffekt ist von den Großeltern, dann ist es traurig, dass du das so hast verkommen lassen, Madame. Da ist auch noch was. Gräber lassen sich doch nicht von innen öffnen, oder doch etwa? Sag's auch, Friedhof der Kuscheltiere ist hier im Gange. Aber wie es weitergeht, tja, das wissen wir ja schon, wir schnippeln gleich die Hecke weg. Das erfahren wir jetzt beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dahin. Tschüss.